Hallo liebe Engelfreunde, herzlich willkommen zur Engelbotschaft für März und April. Dieses Video entsteht etwas später als gewöhnlich, weil ich im März eine Menge persönliche Umbrüche erlebt habe und deshalb nehme ich das Video jetzt erst im April auf. Nichtsdestotrotz ist die Botschaft extrem wichtig für uns alle. Kurz zu mir, mein Name ist Sonja Ariel von Staden, ich bin spirituelle Künstlerin, Autorin und Beraterin. Ich lebe auf Ibiza und werde dort einfach immer weiter mein Licht ausdehnen, um dich, um euch zu inspirieren. Meine große Botschaft an die Welt ist, dass möglichst viele Menschen aus der Illusion erwachen und erkennen, dass sie wahre Schöpfer sind und das Leben genießen dürfen. Dafür stehe ich jeden Tag auf. Gebe meine Botschaften in die Welt über Facebook, YouTube und persönlich von Herz zu Herz. Heute möchte ich euch die Engelbotschaft vorlesen, in der es um Transformation geht. Ich lade dich ein, diese Botschaft mit geschlossenen Augen ganz entspannt anzuhören. Du kannst danach auf Pause drücken und sie einfach für dich noch etwas nachschwingen lassen. Wie immer werde ich nach der Botschaft ein bisschen aus meinem persönlichen Erleben zu den Worten der Engel sagen. Also, ich lade dich ein, ganz entspannt zu lauschen. Die Engelbotschaft für März und April 2017. Geliebte Menschen, die Zeiten tiefer Transformation und umfassender Veränderung streben einem neuen Höhepunkt entgegen. Die Welle aus Energie, die eure Herzen berührt und wachrüttelt, wird immer größer. Immer mehr Seelen erwachen und beginnen damit, sich ganz bewusst mit ihrem Dasein und ihrer Schöpferkraft zu beschäftigen. Sie erwachen aus dem Traum des Egos, der ihnen vermittelt hat, dass sie klein und unbedeutend sind. Die wir diesen Prozess mit Liebe und Inspiration begleiten, sind hoch erfreut, wie schnell sich diese neue Kraft ausbreitet. Und wir möchten diesen Weg weiterhin mit all unseren Möglichkeiten begleiten. Ihr seid auf dem Weg hinein in ein Zeitalter, das mit ganz neuen Möglichkeiten auf euch wartet. Nicht zu vergleichen mit dem, was die Menschheit in der Vergangenheit entwickelt hatte. Alles basiert auf dem Erwachen in euer wahres Sein. Ein umfassend bewusster Mensch lebt mit all seinen Anteilen im Einklang, mit allen Zellen, aus denen der menschliche Körper besteht, mit vollem Bewusstsein und ständiger Verbindung mit allem, was existiert. Ein umfassend erwachter Mensch fühlt das eigene Sein als göttliche Schöpferkraft, die aus der Quelle der Liebe Materie erschafft. Wir dürfen euch allen mitteilen, dass jeder Mensch dazu in der Lage ist. Jeder Mensch kann im inneren Frieden schwingen und mit seiner Umwelt im Einklang leben, als Individuum und gleichzeitig als kleiner Teil eines wundervollen, leuchtenden Ganzen. Die Zeiten der Einsamkeit, des Gefühls von Getrenntsein enden. Ihr erkennt allmählich, dass ihr allein selbst die Verantwortung für euer Leben und euer Glück in euch tragt. Ihr erkennt, dass ihr in euch genau wisst, wozu ihr auf dieser wundervollen Erde lebt und was ihr dazu beitragen könnt, um diese Welt zu bereichern, zum Wohle aller Beteiligten. Wir sind an eurer Seite, um diesen Weg für euch und mit euch zu erschaffen. Es ist immer eine kleine Gruppe von Menschen, die der großen Gesellschaft hilft, sich zu verändern. Es gibt Seelen, die Wegbereiter sind und solche, die andere wichtige Aufgaben haben. Die Visionäre unter euch hören den Ruf nun immer stärker. Sie öffnen die Türen für all jene, die ihrerseits wichtige Fähigkeiten haben, die sie mit den anderen teilen. All die Heiler, Künstler, Lehrer und Philosophen, die ihr Licht schenken für jene, die eure Zivilisation so frei und dynamisch machen, leuchten den anderen den Weg. All die Handwerker, Wissenschaftler, Beschützer und kostbaren Arbeiter, die eure Gesellschaft am Leben erhalten, können sich auf ihre eigenen Fähigkeiten konzentrieren und werden liebevoll geführt. Alles ist vorbereitet.
Ihr allein entscheidet, ob ihr im Traum, in der Illusion bleiben oder euch weiterentwickeln möchtet. Über alle Grenzen hinaus. Aktuell befindet sich die Welt an der Grenze zwischen Schlafen und Erwachen. Doch die Welle rollt weiter. Ihre Geschwindigkeit nimmt zu und wird immer schneller, immer mehr Seelen daran erinnern, dass Leben mehr bedeutet, als machtlos zu funktionieren. Ihr, die ihr erwacht seid, braucht nicht zu missionieren. Es gibt nichts und niemanden zu retten. Es gibt nur euren eigenen kostbaren Beitrag, den ihr leisten könnt, indem ihr euer Licht leuchten lasst. Indem ihr euren Weg ganz bewusst geht, voller Liebe und Klarheit. Das neue Zeitalter ist nicht von heute auf morgen da. Es entwickelt sich in euch und mit euch. Es entsteht aus eurem erwachenden, aktiven Bewusstsein, jeden Tag. Wir helfen euch, wo immer wir können. Vor allem, indem wir euch einfach lieben. So könnt ihr vertrauensvoll und mit Freude erschaffen, wofür ihr hergekommen seid. In großer Liebe, eure Engel. Diese Botschaften erhalte ich immer einige Wochen, bevor sie dann aktuell von mir an die Öffentlichkeit gebracht werden. Du kannst sie auf meiner Webseite nachlesen. Die Informationen findest du unten unter dem Video und auch im wunderschönen Engelmagazin. Dort habe ich eine eigene monatliche Kolumne. Diese Botschaften, die ich so gerne in meinen Videos vorlese, vortrage, sind für mich auch immer wieder ein Meilenstein. Immer wieder bekomme ich vorab Informationen, die ich selber natürlich für mich nutzen kann, aber auch in der Zeit des Übergangs immer weitergeben kann. So viele Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, fühlen sich von den Veränderungen oft einfach überrollt. Und dennoch ist es so wichtig. In meinen Seminaren erzähle ich oft davon, dass der Mensch, das ganze Leben auf der Erde in permanenter Entwicklung ist. Wir brauchen diese Entwicklung, denn dafür sind wir hier. Wir sind auf der Erde, weil wir uns immer mehr in unserem Schöpfersein, in unserer Quelle, in unserer Kraft ausdehnen wollen. Wir wollen unser Licht leuchten lassen. Es ist so lange immer wieder von den Menschen, die uns geführt haben, gesagt worden, dass wir nur ganz, ganz kleine Teile im großen Ganzen sind. Und in gewisser Weise stimmt das sogar hier auf der Erde. Aber ganz ehrlich, dieses kleine Licht, das wir alle für uns sind, macht letztlich dieses riesengroße Licht aus. Und das Kleinsein in diesem Zusammenhang bedeutet nur, dass wir viel mehr Kraft haben, wenn wir auch einen gewissen Teil an Dankbarkeit und Demut dem großen Ganzen gegenüber haben. Es ist sehr spannend. Mein Computer nimmt zwischendurch immer wieder eine Auszeit und das möchte ich gerne auch zum Thema machen. Die Festplatte ist voll. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es gibt viele Menschen, deren Festplatte im Moment überquillt. Und auch das ist ein Zeichen der Transformation, ein Zeichen unserer modernen Zeit, die wir verändern können. Die Festplatte ist voll. Es geht nichts mehr in den Kopf, es geht nichts mehr ins Herz durch, weil so viele Informationen auf uns einprasseln. Und ich lade dich ein, spüre dich mehr, fühle dich in deinem Sein, in der Stille. Am allerbesten in der Natur. Entleere deinen Geist. Mach ihn frei, wie ein Computer, der einfach zu viele Mülldaten gesammelt hat. Das Leben schenkt uns immer wieder Gelegenheiten, wie jetzt zum Beispiel dieses Beispiel. Also nutz die Gelegenheit, erschaffe dir Räume für Möglichkeiten, für neue Chancen. Öffne in dir die Türen für das, was du dir wünschst. Und mach es aus einem Gefühl von Natürlichkeit, von Klarheit. Spüre, was du wirklich willst und brauchst, jenseits des Konsumwahns, jenseits der Medien, der Werbung und all dessen, was andere dir sagen. Fühle dich in deinem Sein. Das ist Transformation pur. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann mit meinen Inspirationen, meinen Meditationen, meinen Impulsen auf allen Medien, die
ich mir im Moment vorstellen kann, dann sei dabei. Lass dich inspirieren von mir, von anderen Menschen, denn wir können einander unsere blinden Flecken zeigen, um diese Transformation, diesen Veränderungsprozess immer weiter voranzubringen. Ich zeige mein Licht für dich, damit auch du dein Licht für andere zeigen kannst. Genieße dein Sein. Genieße den März, den April und den Rest deines Lebens zutiefst. Ich freue mich auf alles, was kommt und lade dich ein, dabei zu sein, oben auf der Welle des Lichts zu schwimmen. In Liebe und Freude, deine Sonja Ariel von Staden. Bis bald. Ciao.